Hallo Leute, Crimex hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Heute gibt's mal wieder eine 2000 Robux Challenge gegen Amir. Was geht ab? Was geht, du Amir, Paul Berger? Du weißt es, wie es läuft hier. Wir dürfen nur 2000 Robux ausgeben und dann schauen wir gleich, wer hier im Baumfällen-Simulator in 20 Minuten weiter ist. Und der Gewinner bekommt 100.000 Robux vom Verlierer. Oh, bist du dabei? Ich bin dabei. Okay, ja, okay. Dann würde ich sagen, wir stellen den Timer ab jetzt 20 Minuten. 3, 2, 1, let's go. Ich mute mich. Okay, Leute, ich bin jetzt hier muted, damit Ami mich nicht hört. Ey, hallo, kannst du mal dein Mikrofon muten? Danke. Oh, Entschuldigung. So, zack, dann hier einmal, wir gehen in den Shop. Wie gesagt, wir müssen jetzt schlau überlegen, wie werden wir jetzt 2000 Robux ausgeben. Es gibt hier begrenzte Eier, ein bisschen Glück, ein bisschen VIP eigentlich immer gut. Besser Glück, wenn du Eier stellst, aber das bringt uns jetzt nicht so viel. Achtmal ausbrüten brauchen wir auch nicht. Guck mal, so Limited Pets sind immer sehr gut. 145er Multiplikator ist immer sehr, sehr strong, Leute. Glaube ich, besser als auch die Pets da sind. Ich werde mir erstmal das kaufen. Ich kaufe mir jetzt hier erstmal das krasseste Pad für 800 Robux. Haben wir jetzt schon mal ausgegeben, Leute. Das heißt, 1200 sind noch übrig. Ich hoffe, das lohnt sich, weil, Leute, das war jetzt echt teuer. Dann kaufen wir uns hier auf jeden Fall doppelte Kraft. Oh, komm. Doppelte Kraft, hallo. Schnell, kaufen. Warum kauft das nicht? Ey, ich dreh durch. Ich dreh durch. Warum kauft das hier nicht mehr? Ich habe doch nicht den ganzen Tag Zeit hier. Hallo. 30 Minuten doppelte Kraft. Oh, ich dreh hier durch. Jetzt. Zweimal Siege kann ich kaufen. 79 Robux, das ist schon mal gut. So, und jetzt noch Doppelkraft, bitte. Warum kauft das nicht? Ey, Leute, das ist ein Bug. Das ist hier ein Bug. Ich habe einen Bug. Ey, Bro, ich habe einen Bug, Amir. Ich habe einen Bug. Ich kann was nicht kaufen. Warum geht das nicht? Okay, Leute, irgendwie können wir das leider nicht kaufen. Ich hoffe, bei Amir geht das auch nicht. Das ist gar nicht gut. Ich habe jetzt gerade 878 Robux ausgegeben. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich mir noch kaufen soll. Ich fange jetzt, glaube ich, erstmal an, mir was zu holen. Ich mache jetzt hier erstmal Autoklick, ein bisschen trainieren dabei. Dann haben wir hier nochmal Glücksräder. 11 Glücksräder. Amir trainiert noch nicht. Der ist noch nicht so schlau. Oh, eine epische Glücksraddrehung haben wir. Oh, sehr gut. Oh, jawohl, okay. Glückboost aktivieren. Weiter, ich spin jetzt hier erstmal die Glücksrad-Dinger. Nochmal episch. Stark. Ich hoffe, Amir checkt das nicht. Nochmal episches Glücksrad. Ey, wir haben schon 3 epische Glücksraddrehungen. Oh, Leute, hier können wir auch Doppelkraft bekommen. Weil man kann es irgendwie im Shop gerade nicht kaufen. Ich hoffe, es ist ein allgemeines Problem und nicht nur bei mir. Aber wir sind hier schon ordentlich am Trainieren gerade. Warte mal, ich bin doof, Leute. Warte mal, weil ich muss mein Pet ausrüsten. Ich muss mein Pet ausrüsten. Dann geht's hier richtig ab. Okay. Zack. Beste ausrüsten. Boah, guck mal, wie viel. So, guck mal, wie viel Kraft ich jetzt hier schon bekomme. Oh mein Gott, wir spinnen jetzt hier erstmal alles. Ja, Doppelkraft. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut, Freunde. Nochmal eine epische Glücksraddrehung. Wir haben 5 Epic Glücksradspins jetzt. Und wir haben einfach erst 878 Robux ausgegeben. So 6 Glücksrad, Epic Glücksrad-Spins. Okay, Ami hat jetzt auch gecheckt, dass er mal schlägt. Oh, 50%, 5 Wins. Komm, bitte gönn mir irgendein OP-Pad. Gönn mir dieses OP-Pad, das 250er-Pad. Leute, das wäre Instant-Win. Das wäre Instant-Win, wenn wir das kriegen würden. Nein, Leute, komm, bitte. Gönn das kranke Pad. Nein, komm, bitte. Okay, also wir haben ein paar gute Power-Ups hier. Ah, schade, ey, Bro. Komm, bessere Axt auch ausgerüstet. Okay, zack. Wir fangen jetzt mal an hier. Autoklick raus. Bam. Okay, easy. Guck mal, wie viele Wins wir jetzt schon holen. Ey, ich niete ja hier alles nieder. Ba. Wie viele Wins brauchen wir für in die nächste Welt zu gehen? Wie viel brauchen wir hier für die nächste Welt? 20.000 Wins. Ja, easy, Leute. Easy. Komm, wir können direkt das Beste. Chop, Auto-Chop. Bam. Wir müssen aber jetzt voll auf Wins gehen, um direkt in die nächste Welt gehen zu können. Ich glaube, ich brauche krassere Pets. Ey! Junge Amir, lass meinen Baum in Ruhe! Digga, leg dich mit mir an, ich bin der super legendäre Axtbaumschlechter! Junge, gar nichts kannst du, Junge. So, mal hier, komm. Nachts so. Arbeiter. Oh, Leute. Ich glaube, Amir hat eine Sache nicht gecheckt. Ich glaube, Amir hat eine sehr wichtige Sache nicht gecheckt. Zack. Hä? Ah, hier. Bam. Okay, ich muss mich wieder muten. Ey, Leute, also wir haben auf jeden Fall noch einiges an Robux, was wir ausgeben können. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir uns das VIP holen sollen. Ich glaube, oder nochmal ein paar krasse Eier. Warte mal, ich kaufe mir jetzt erstmal VIP für 350. Plus 350. Zack, ich notiere mir das natürlich hier immer alles. So, dann werde ich mir kaufen, was sehr, sehr wichtig ist, Leute, hier Haustiere plus 300. Dass ich nämlich mehr Haustiere ausrüsten kann. Sehr, sehr wichtig, Leute. So, jetzt haben wir noch insgesamt, wir haben ausgegeben 1528. Und jetzt können wir uns nämlich hier nochmal für 350 hier so nochmal so ein Baba-Pad holen. Was aber auch nicht geht. Warum geht das nicht? Ey, Leute, der ist total broke hier. Das geht hier gar nicht. Geht das da unten?
Es geht, manche Sachen gehen ja einfach nicht in diesem Simulator. Plus vier, Leute, das hätte ich ausrüsten sollen. Schnelles Luke. Nein, ich habe nicht mehr so viel. Oh mein Gott, das war ein taktischer Fehler. Das war ein sehr, sehr taktischer Fehler hier. Aber egal, alles ist gut. Ich muss jetzt einfach nur ein paar Dinger mir holen. Es geht jetzt eigentlich voll darum, wer zuerst in die nächste Welt gehen kann, weil wir haben alle eigentlich krasses Zeug hier. Zack, ich muss hier choppen, Leute. Ich überlege, ich habe ja noch ein paar 500 Dinger, habe ich ja noch. Wir könnten uns hier, boah, ich könnte mir halt einfach Wins holen und in die nächste Welt gehen. Leute, ich glaube, ich werde das machen. Ich werde mein letztes Geld dafür investieren. Und dann gehen wir einfach jetzt schon in die nächste Welt rein. Guckt euch das an. Ha, okay, komm, abgekürzt. Okay, wir haben jetzt keine Robux mehr übrig. Ich kann jetzt schon in die nächste Welt gehen. Was ist denn das? Schärfe deine Axt. Was kann man hier machen? Axt schärfen? Das verstehe ich nicht. Was kann man hier machen, Leute? Hier. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das ist, Leute. Hier die begrenzten Pets haben wir. Und hier die Axt. Okay, wir haben schon die beste Axt hier ausgestattet. Besser geht's gar nicht. Die werden uns natürlich auch hier noch eine bessere Axt holen können. Aber ich werde jetzt mal... und hier kann man seine Pets zu goldenen machen. Okay, weißt du was? Ich gehe direkt in die nächste Welt. Ja, Amir, was los? Alles gut? Hast du deine Robux schon alle ausgegeben? Also ja, habe ich schon alle ausgegeben. Hast du diese legendäre Axtwaffe geholt? Nee, habe ich nicht. Oh, gut, ich auch nicht. So, okay. Ich bin echt gespannt. Aber, also, wie sieht's bei dir aus? Ich bin schon in der nächsten Welt. Hast du denn zwei? Oh, nee, ich habe das Ganze für Rebirth ausgegeben die ganze Zeit. Zack. Oh mein Gott. Hast du auch Rebirths Gold? Ich habe immer schön Rebirths gemacht, natürlich, wie sich das gehört. So, oh mein Gott. Oh, ich fahre mir schon richtig schön in der nächsten Welt, Amir. Ey, Digga, bitte, komm. So, gar kein Ding für den King. So, Rebirth. Oh mein Gott. Ey, ab einer gewissen Rebirth-Anzahl. Was ist das? Super Rebirth? Alter, man kriegt hier so Upgrades. Was, Mann, ey? Ich habe einen Super Rebirth. Ach, Digga. Och, Menno. Hast du das auch schon, Super Rebirth, gehabt? Nein, hab ich nicht. Da musst du, glaube ich, noch ein bisschen üben. Ja, warum kriege ich jetzt aber hier gerade keine Stärke? Jetzt. Okay, was war so dein Plan? Oh, ich muss jetzt hier neue Pets. Mein Plan, du kannst hier nichts mehr machen. Ich habe auch alles ausgegeben. Okay. Also mein Plan war, ich habe mir gerade Wins gekauft, um schnell in die nächste Welt gehen zu können, um einen kleinen Vorteil zu haben dir gegenüber. Damit ich mir schneller krassere Pets und so holen kann. Ah, okay, aber die brauche ich ja nicht, weil ich habe mir einfach zweimal die dicken geholt. Ja, ich habe auch die dicken Pads. Und einmal das, ich glaube, die mittleren, das hat noch reingepasst. So, und bam. Okay, ich bin mal gespannt, Max. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also, Amir hat mehr in Pads investiert, ich habe mehr in Wins investiert, um direkt hier in die nächste Welt gehen zu können. Was am Ende des Tages besser ist, werden wir jetzt gleich rausfinden. Aber so vom Dinger Zeit, also sind erst 5 Minuten rum, wir sind an sich noch sehr, sehr, sehr entspannt. Wir sind sehr entspannt. Ja, das stimmt. Warte mal, was ich mir hier gerade denke. Nee. Leute, okay, ich merke schon. Digga, ich werde hier Gas geben. Ich meine, kann man auf eine lange Zeit wird wahrscheinlich ich besser sein, aber 30 Minuten weiß ich nicht. Oh mein Gott. So, okay, weiter geht's. Ich muss mich kurz muten. Ja. So, Amir darf ja nicht unsere Tactics hören. Bam. Wir müssen uns mal langsam bessere Pets jetzt holen. Wir sparen jetzt hier auf 7000 Kronen, weil dann kriegen wir hier das bessere Pet. Können wir uns schon hier was leisten. Und ich glaube nämlich, dass hier die Pets gar nicht mal so viel schlechter sind wie diese gekauften, sage ich euch ehrlich. So, wie viel kriegen wir? Oh, 15.000. Oh mein Gott. Strong. Okay, wir können uns nämlich jetzt hier so eins holen. Und so ein kleines süßes Ei, Leute. Einen kleinen Pinguin. Wir haben einen kleinen Pinguin uns gekauft. So, wie viel hat der? Ah, okay, nur mal 8er Multiplikator. Aber trotzdem lohnt sich schon. Wir müssen auf Pets gehen. So, komm, holen wir nochmal. Also wir müssen hier wirklich langsam. Wir können ja sowieso 5 Pets ausrüsten. Arktischer Fuchs. Okay, aber das ist ein sehr gutes Zeichen, dass Armin nicht mal hier in meiner Welt ist. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wie sieht's aus? Ausrüsten. Wir müssen ja auch hier mal die besseren Äxte ausrüsten, Leute. Bam. Guck mal, wie viel Stärke wir da immer dazu bekommen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Wichtig. So, machen wir. Können wir den hier schon? Oh, warte. Der braucht uns zu lang. Wir hauen mal den ein bisschen weg. Bam. Den hauen wir jetzt schon schnell weg. Wir müssen aber mehr trainieren. Wir könnten natürlich jetzt auch schon wieder Rebirths fetzen, Leute. Warte, wir können auch gar keine Rebirths fetzen. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was es hier mit diesen Super-Rebirths auf sich hat. Oh, schnell. Hau weg. Wir brauchen noch zu lang für den Baum. Das dauert mir hier noch ein bisschen zu lang. Ich muss hier noch trainieren. Training, Leute. Wir sind bei 3,9 Millionen Stärke. Wann kriegen wir die nächste Axt? Hier, nächste Axt ausrüsten. Immer schön die beste Axt, Leute. Weil dann hat man natürlich mehr Stärke. Hier bessere Pets. Warte mal, was kostet es? 180.000 Wins. Aber ich glaube, die lohnen sich richtig, diese Magma-Eier. Ich glaube, ich gehe auf 180.000 Wins und dann holen wir uns mal so ein Magma-Ei.
Und okay, zack, zack, zack. So, komm, hau weg das Ding, hau weg das Ding, hau weg das Ding. Bam, 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 bam. Wir sind hier schon beim seltenen Baum. Wir müssen jetzt richtig was gut machen, was Pets angeht, weil Armin hat auf jeden Fall einen krasseren Multiplikator als ich. So, schnell, 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 schnell. Komm, 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 komm. Mal zwei Kraft, mal zwei Kraft ist, glaube ich, auch bald aufgebraucht. Habe ich noch ein bisschen Kraftmultiplikatoren? Nein, keine mehr. Oh Gott, in 6 Minuten ist das vorbei. Aber vielleicht kriegen wir auch von unserem Glücksradspin nochmal ein mal zwei Kraft. Das wäre auch sehr wichtig. Max? Ja, was los? Wie hast du auf einmal von 20.000 Green auf 110 gekommen? 1.000. Ja, Bro, weil ich hier in der nächsten Welt bin. Hier sind natürlich viel krassere Bäume. Okay. Hier sind natürlich viel, viel krassere Bäume, Bro. Ist ja klar. Ich hab's drauf gemacht. Leute, wir holen uns jetzt erst ein neues Pet und dann machen wir wieder ein Rebirth. Sehr, sehr wichtig, weil ich hole mir hier schon wirklich Magma-Pets, Bro. Du checkst gar nicht, was hier abgeht, Armin, in der neuen Welt. Ja. So, und ja, was bringen die Pets, wenn ich fragen darf? Was haben die für Multiplikator? Kann ich dir leider nicht sagen. Warum? Also, ich sag's mal so, warte mal, ich hole mir jetzt mein Magma-Pad und dann sage ich dir, ich bin sogar echt, also ich bin real zu dir, ich sag's dir. Okay, Drache ist leider das Schlechteste, was wir hier bekommen haben. Pets, was haben wir hier? Beste Ausrüsten. Oh, okay, die sind nicht gut. Nur 9er Multiplikator. Nur 9er Multiplikator. Ja, okay. Okay, okay. Aber ich hab ja auch einen gekauftes, was ein 145er Multiplikator hat. Also das habe ich auch. Aber du hast jetzt, glaube ich, 2 von denen sogar, ne? 3 gekauft. 3! Oh also, mein aber Gott, nicht, okay. Aber nicht dreimal diese 2799, sondern 2x799 und dann 2,99er. Okay, okay. Was haben die für einen Multiplikator? Der kleine 40 und die anderen 2 großen 145. Okay, okay. Gut, multiplikatormäßig ist Armin auf jeden Fall uns weit voraus. Kann man nicht anders sagen, Leute. Aber alles gut. Alles gut, Leute. Was ist das Rush Game? Ich bin gespannt, was das... Ich meine, ja. Klar, auf Langzeit, wenn wir komplett durchspielen die ganze Zeit, werde ich weiterkommen als du. Aber auf 30 Minuten... Ich bin echt gespannt, was auf Dauer besser ist. Ja. So, zack, zack, zack. Okay, ich müde mich hier mal wieder, Armin. Ja, ich müde mich auch. Ich muss mich besprechen, ja. Zack, zack. Und... Können wir den schon? Oh, oh mein Gott, jetzt können wir den schon klappen. Wir brauchen auf jeden Fall bessere Pets, Leute. Das ist hier unser Problem, weil wir müssen jetzt mit Pets was gut machen. Pets-mäßig hat Armin Vorsprung. Und deswegen, ich mache jetzt hier gerade gar keine Rebirth, sondern ich gucke jetzt einfach, dass wir hier immer gute Pets kriegen. Zack, zack, zack. Wir müssen jetzt hier mal alles niedermähen, was geht. Alles niedermetzeln. Zack, 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 zack. Oh, schnell, 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 schnell. Und das Problem könnte natürlich auch sein, dass bald unser Mal 2 Kraft... Wobei, aber ich glaube... Warte mal. Ich glaube, Leute... Ah, nee, das konnte man ja auch gar nicht kaufen. Oh mein... Okay, das heißt aber, Armin wird das wahrscheinlich auch nicht haben. Wenn der jetzt nicht gerade... Ah, sollen wir nochmal... Ja, komm, wir müssen eigentlich nochmal in so ein 180er Magma-Pad investieren. Und dann werde ich, glaube ich, mal einen Rebirth machen. Weil man muss halt einfach Rebirths machen, Leute. Man muss auf Rebirths gehen. Komm, komm, bitte, jetzt gönn mal was Seltenes hier. Gönn mal was Seltenes. Ich hab doch VIP extra gekauft. Ey, wieder nur ein Drache. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Leute. Das ist echt, das ist nix. Das ist hier gar nichts, Leute. Okay, komm, wir machen Rebirth. Man muss Rebirths machen. Das ist extrem wichtig, Freunde. Es ist extrem wichtig. Was haben wir hier? Gewinne, Boost, Glück, Boost, Geschwindigkeit, Wins Boost. Wir müssen den Wins Boost aktivieren. So. Okay, jetzt natürlich erstmal meine Stärke wieder unten. Aber alles gut. Das geht natürlich immer schneller. Jedes Mal, wenn man Rebirth macht, geht's natürlich schneller. Wir gehen voll auf Wins. Was können wir hier noch machen? Backpack Packs. Wir gehen voll auf Glück. Glück, damit wir bessere Pets natürlich kriegen. Oh, ein Glücksradspin haben wir auch nochmal. Glücksradspin haben wir auch nochmal. Sehr gut. Oh, eine epische Drehung. Was war das denn? Wir sind weggeflogen. Und nochmal episches Glücksrad. Nein, 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 nein. Was hat es mit diesen Zahnrädern auf sich? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, was mit diesen Zahnrädern auf sich hat. So, komm, beste Axt ausrüsten. Brauchen jetzt hier... Brauchen mehr Stärke. Brauchen echt mehr Stärke. So, 8 Millionen. Aber wir sind schon bei 8 Millionen Stärke. Oh, bap, bap. Oh, nee, das dauert noch zu lang. Das dauert noch zu lang. Wir müssen trainieren. Wir müssen trainieren. Ich werde jetzt mal nicht mehr auf Rebirths erstmal gehen, sondern jetzt erstmal gucken, dass wir wirklich krassere Pets kriegen. Was brauchen wir für die nächste Welt? Nächste Welt brauchen wir 20 Millionen Wins. 20 Millionen Wins brauchen wir für die nächste Welt, um Gottes Willen. Okay, ich glaube, jetzt keine Rebirths mehr. Jetzt keine Rebirths mehr, Leute. Wir gehen jetzt auf Ding. Wir gehen jetzt auf Ding. Wir müssen jetzt, wer zuerst jetzt 20 Millionen Wins hat, ich glaube, hier wird es sich dann entscheiden. 5 Millionen, ja, wir brauchen wirklich krassere Pets, Leute. Wir brauchen wirklich krassere Pets. 20 Millionen, bei 30 Millionen Stärke haben wir die maximale Ding. So, zack, zack, zack. Ich trainiere jetzt erstmal hoch. Ich bin voll gebackt. Ist schon nächste Welt? Du bist ja immer noch nicht in meiner Welt, Bro. Doch, doch. Hey, wo bist du denn? Ich bin noch hier. Ah, nee, das ist jemand anderes hier, oder? Ja, du bist gar nicht auf meinen Server gejoint. Ja, doch. Also, ich sehe dich hier nicht. Ich sehe dich auch nicht, ich sehe deine Pets halt nur. Ach so, okay, die sehe ich bei dir auch nicht. Okay, also gut, Armin ist jetzt mittlerweile auch in unserer Welt angekommen. Ja. Aha, gut. Also ich glaube, es wird sich entscheiden, wer zuerst die 20 Millionen Wins hat. Wer zuerst die 20 Millionen Wins hat und in die nächste Welt gehen kann. Ich glaube, da wird's... Ah doch, ich sehe auch nur deine Pets da, lol. Ja, ich weiß nicht. Ich bin auch gerade irgendwie voll von der...
Weltrückgepackt. So, mäßig. Oh, 20 Millionen. Geht's auf 20 Millionen Wins jetzt erstmal? Es wird dauern. Es wird auf jeden Fall dauern. So, und wir gucken mal. Oh, warte, nee, mit dem können wir es noch nicht aufnehmen. So, weggehauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Extrem gut, Leute. Wir probieren mal den. Oh, der hat schon 3,5 Milliarden Stärke, der Baum. Holy moly Macaroni. Also ich glaube, also meine Taktik, ich weiß gar nicht, soll ich Armia unsere Taktik verraten, Leute? Ich weiß gar nicht, ob ich die verraten soll. Wobei, ich sage einfach, also meine Ding ist jetzt, ich mache keine Rebirths mehr, ich investiere nichts mehr, ich versuche jetzt so schnell wie möglich auf die 20 Millionen Wins zu gehen. Ja, gut. Wir machen, lass einfach machen, wer zuerst in der nächsten Welt ist. Boah, das wird dauern, das sage ich jetzt schon. Wer zuerst in der nächsten Welt ist. Ja gut, wenn du meinst. Oh mein Gott, die Frage ist halt, investiert man jetzt halt noch in neue Pets? Ich glaube, man muss in neue Pets investieren. Ich glaube, anders, da geht's nicht. Auf jeden Fall. Also ja, ich schon, du nicht. Du hast wilde Pets. Oh, ich so. mal zwei Siege oder was? Ja. Komm. Okay. Ich habe natürlich auch noch ein dickes Problem. Hast du mal zwei Kraft? Oh mein noch? Gott. Nee, ich habe mal zwei gewinnen. Weil mein mal zwei Kraft ist jetzt nämlich auch gleich vorbei. Läuft jetzt leider aus hier. Von diesen Drehern bekommen. Okay. Ein Glücksradspin hat Armia. Oben rechts, ja. Geschenke. Oh, Geschenke gibt's auch noch. Oh, also aktuell sind wir noch vor Armia. Wir sehen oben rechts, ich habe mehr Power, habe mehr Wins. Aber das kann sich natürlich auch sehr schnell ändern, weil Armia hat auf jeden Fall aktuell noch einen besseren Multiplikator. Muss man einfach so sagen. Aber... Und ich mache noch Rebirths, das Ding. Ich bin halt wirklich am überlegen, ob es sich noch lohnt, Rebirths zu machen oder nicht. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Was kriegt man denn da jedes Mal? Ich keine Ahnung. 10%. Sollen wir nochmal Rebirths machen? Ich hab keine Ahnung. Nee. Ich mach keine. Leute, ich kann es mir nicht erlauben. Ich kann es mir gerade leider nicht leisten, Rebirths zu machen. Ich muss auf Pets gehen. Ich muss auf Pets gehen, Leute. Ich bin ein Pet-Simulator. Lalalalala. Bam. Armia kann aber auch echt gut Power aufholen. Ich sehe schon. Guck mal, er ist schon bei 9 Millionen. Aber ich fälle ja halt auch Bäume dafür. Ja, ich glaube, es ist halt die Frage. Lohnt es sich, Ding? Ich weiß es nicht, Leute. Ich kann es doch nicht sagen, Leute. Alles gut, Max. Mach dir doch keine Sorgen, Max. Nein, ich mach mir Sorgen. Ich mach noch einmal Pet, dann machen wir doch ein Rebirth. Ich habe mich umentschieden, ich mach doch noch Rebirth. Das hat sich gelohnt. Sehr, sehr gut. Gutes Pet bekommen. Stark. Gute. Sehr, sehr gutes. Oh mein Gott. Aha. Rebirth. Ich mach's, Leute. Ich zieh voll durch. Ich investiere nochmal voll in meine Rebirths. Oh mein Gott, Leute. Ich hab investiert. Okay. Ich hab investiert. Zack. Ja, ich glaube, es hat sich gelohnt. Weil es geht schon echt sehr schnell. Ich bin wieder rausgeflogen aus der Map. Wie? Ich komme ab und zu aus der Map raus. Dann fliegst du aus der Map raus? Weil du mich geschubst hast, du Paul Berger. Hä, ich schubse dich überhaupt nicht. Was redest du da? Ja, bitte schubse. Aber jetzt ein Lügner, Leute. Schubser. Okay, Leute, aber jetzt meine Taktik ist wirklich, ich darf jetzt wirklich nicht mehr auf den gehen. Wir haben jetzt unsere Rebirths, wir haben alles gemacht, aber jetzt müssen wir ziehen. Was hat's eigentlich mit diesem Axtschmieden auf sich? Schärfe deine Axtschmied. Hast du das überhaupt schon mal gemacht? Nee. Ich auch nicht. Es muss doch irgendwas damit auf sich haben. Wie viel, rein aus Interesse, wie viel bekommst du pro Schlag? Jetzt gerade 72,1k. Oha, okay. Du? Oh mein Gott, okay, Leute, Armia hat dicken Vorteil, was die Kraft angeht. Das ist gar nicht gut, Also ich sag so, ich bekomme gerade nur 25.000. Ja, ich kann ja später, wenn wir ich habe auch gerade Rebirth gemacht, habe eine schlechte Axt ausgerüstet. Warte, jetzt schon besser, jetzt schon 30.000. Jo. Ich werde gleich einen Trick verraten, am Ende. Es gibt einen Trick. Ja, es gibt einen ekelhaften Trick, Digga, das wird wahrscheinlich so. Du wirst wahrscheinlich sagen, dass es ekelhaft ist, aber ich sag dir, in der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt! Was für ein Trick hat er? Ich glaube auch Armia, irgendwo ist er. Er ist auch nicht hier. Ich sehe dich auch nicht hier. Wo bist du? Ich flieg gerade hinter deinen Pets her. Ich sehe, dass du gerade hier am Anfang bist, in dem Portal. Jetzt bist du rechts an den Pets. Ich glaube, gerade rüber zu neuen Exen. Okay, er ist hier. Ich dachte schon, du bist in irgendwie so einem Geheimbereich oder so, man vielleicht krasser trainiert. Nee. Leute, wir müssen jetzt hier voll auf Training gehen. Den brauche ich nicht. Oh, guck mal, weil er schon mal mehr Kraft hat. Zack. Leute, keine Zeit verlieren. Aber guck mal, wer mehr Kraft hat von uns beiden. Wer hat mehr Kraft? Kraft, Power. Oh, du hast mehr Power. Ja, Armia geht halt sehr schnell auf Power, muss man einfach sagen. Leute, irgendwas macht der. Irgendwas muss es hier geben, was ich nicht gecheckt habe. Warte mal, gibt es hier was in der ersten Welt, was man machen kann? Nee. Da links in den Welten. Oh Gott, danke, Max. Oh,
Danke, du hast den einen mittleren Baum voll low gemacht, aber nicht fertig gemacht. Konnte ich nicht fertig nein. machen. Okay, das war schlecht. Danke. Das war schlecht, Leute. Machen wir 100k auf deinen Tech, Alter. Was hat es mit diesen Zahnrädern auf sich, Leute? Irgendwas. Das ist die Wartezeit. Ach so, okay. Selber. Wie viel machst du, wenn du die beste Axt ausgerüstet hast? Ja, hab ich noch nicht. Die ist erst bei, so, bei 30 Millionen da. Ja. Schon wieder Gameplay-Post. Oh, Mann. Du musst nochmal bessere Pads, das habe ich auch nicht gemacht. Oh Gott. Oh, wichtig. Hast du eigentlich ausgestattet, dass du 5 Pads machen kannst? Nee, 3 habe ich schon. Oh, das könnte auch ein Vorteil bei mir sein. Hast du gekauft? Damit hole ich das vielleicht wieder raus auch. Ja, aber die Multiplikator müssen halt hoch sein, ne? Ja, Bro, ich sag mal so, guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel allein hier dreimal so ein Phoenix-Pad. Die haben auch immer 21er Multiplikator. Boah, okay, das ist stark, also schon 60, 63, ja. Das heißt, rein von dem her, ich glaube, wir sind sogar, ich würde sagen, wir sind, also es wird spannend. Wir sind, glaube ich, ziemlich gleich auf. Es wird spannend, Leute. Wir sind ziemlich gleich auf. Ich habe gleich wieder die Big Baba Bubu Axe. 84.000, okay, ich glaube, das ist wirklich diese Rebirth-Meter. Ich glaube, das ist echt die Rebirth-Meter, Leute. Dass das immer schneller geht. Ich weiß halt nicht, ob man jetzt noch Rebirths macht oder. Ja, okay, also mit der besten Axt aktuell, mache ich irgendwie 63.000 Gesamtstärke neu dazu. Das heißt, ich glaube, ich muss auf Rebirths gehen, um da irgendwie hinzukommen noch. Aber hast du auch immer diese super Rebirths, ne? Du hast auch diese super Rebirths, ne? Ja, und ich habe jetzt voll auf Gewinne gegangen. Ja, also da jetzt voll. Same. 30% mehr Gewinn für Amir. Lecker, schmecker. Leute, das, ich denke mir auch, warum das so länger dauert, weil ich habe nicht mehr den mal 2 Kraftmultiplikator, wie ich die ganze Zeit hatte. Ja. Das ist halt auch ein Ding. Muss halt hoffen gleich. Das ist halt auch ich habe mal 2 Siege wieder. Let's go. Nehmen wir mit. 10 Minuten noch. Oh, Leute. Oh, lecker, schmecker. Für Spaß Entdecker. Nee, Leute, also ich sag's jetzt so, ich mache keine Rebirths mehr und versuche mir jetzt hier nochmal für 5 Millionen krasses Pad zu holen. Das ist jetzt meine neue Taktik. Das ist meine neue Taktik, Leute. Weil ich glaube, den legendären Baum, da kommen wir kommen nicht auf den legendären Baum ohne ein krasses Pad, ne? Das ist wirklich das Problem. So. Nein, hier. Glücksradspin, was kriegen wir? Epic, bitte gönn dieses, das 1% Pad. Wenn wir jetzt das 1% Pad kriegen würden, das wäre Gamechanger. Nein, mal 2 Siege. Ja, ist natürlich auch nicht schlecht, aber bringt uns jetzt erstmal nichts, Leute. Wir hauen das nicht schnell genug weg. Das ist das Problem. Wir hauen das hier nicht schnell genug weg. Digga, ich bin echt gespannt, wer zuerst diese 20 Millionen Wins hat. Digga, das wird aber lange dauern. Das wird ein... Ah, Leute, ich weiß nicht. Wer zuerst auf 20 Millionen geht. Ja, wo bist denn du gerade bei mir? Hey, haust du am Lidern rum? Ich hab gerade am Lidern rumgehauen, ja. Der dauert aber lange, ne? Der dauert lange. Wie viel Kraft hast du? Okay, 20 Millionen. Ich habe ganz viel Rebirth. Ja, okay. Ami hier sehr stark immer am Rebirthen. Komme, Max. Die Frage ist, wie viel das immer mehr bringt mit dem Rebirthen. Ob sich das halt so lohnt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Keine Ahnung, Freunde. Ich bin hin und her gerissen. Also an sich, die 20 Minuten sind jetzt over von dem ursprünglichen Timer, den wir gemacht haben. Ich finde aber, es ist schwer zu bemessen, wer jetzt halt weiter von uns ist. Deswegen lass uns das echt das so machen. Ja, super schwer. Kein Problem. Ich bin am Start und ich sag dir ehrlich, ich gebe Gas. Gib mal Gas, Amir. Gib mal Gas. Zack. Gleich Max ein Baum ist. Noch gut Zeit, um gleich zu klauen. Hey, was redest du hier mit Baum klauen? Niemand klaut meinen Baum. Ey, Leute, hat jeder seinen eigenen Baum? Bin ich der? Der Baum war eben bei mir voll low. Ich glaube, du siehst meinen, aber wenn du selbst drauf haust, hast du deinen eigenen Baum. Ja, stimmt. Ja, das wäre ja lost, wenn man den Last hitten könnte. Boah, das wäre schon lustig. Das wäre schon geisteskrank lustig. Ja, das wäre. Wie viele Rebirths hast du? Auf welchem Rebirth-Level bist du? Kannst du mal sagen. Weiß ich gar nicht. Wo kann ich das nachgucken? Ja, wenn du auf Rebirth klickst. Oh, Digga, ich fall schon wieder aus der Map raus. Ey, immer wenn ich in der Nähe bin, fall ich aus der Map auf raus. Auf welchem Rebirth-Level bist du, Amir? Ja, warte, ich guck nach, warte. Oh. 12 oder so. 12? Hä? Okay. Ich meine, 64,8k krieg ich gerade pro Axt-Hit. Lol, erst auf 12? Du? Also, ich bin auf 13 Rebirths. Hä, hey, dann habe ich ja mehr Rebirths als du? Wenn du gerade den Gas gegeben hast. Eigentlich nicht, ich gehe gar nicht so auf Rebirths. Nee, weil du so viele Gewinne hattest. Das ist ja egal, die Gewinne verlierst du, obwohl die verlierst du ja nur ein bisschen. Oh, jetzt habe ich eine neue Axt. Leute, ich muss mir hier gleich dieses 5-Millionen-Pad holen. Das könnte die Meta sein. Das kostet 5 Millionen. Wins? 5 Millionen Wins kostet hier das. Okay. Das ist geisteskrank. Aber das muss eigentlich so heftig sein. Das muss eigentlich so heftig sein, anders da geht's gar nicht. Ja. Auch so sein. Ey, Bro, ich überleg.
Ja, aber Armin, ganz ehrlich, ich sag dir, ich glaube, das dauert richtig lange, bis wir jetzt da in die nächste Welt kommen. Dauern, aber Alter, wie sagen wir denn jetzt, wer gewonnen hat? Mm, komm, ich sag mal so. Du hast mehr Rebuffs, du bist weiter, du hast mehr Kronen, mehr Power. Der Win ist für dich, aber vielleicht, wenn die Leute Bock drauf haben, können sie Kommentare schreiben und wir machen genau von diesem Spielstand weiter, wer die nächste Welt schafft. Okay, gerne. Leute, lasst ein Like, Abo da, wenn ihr wollt, dass wir das weitermachen. Die Runde haben wir gewonnen, wir sind weiter vorne. Checkt gerne Armin aus und da würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute, euer Crybix.